Es ist eine Entscheidung, die dem Bundesverband der deutschen Industrie ganz und gar nicht gefällt. Deutschland wird den internationalen ACTA-Vertrag vorerst nicht unterzeichnen. Ziel des Abkommens ist es, Produktpiraterie einzudämmen und Urheberrechte im Internet besser zu schützen. Kritiker sehen darin jedoch eine Einschränkung von Freiheitsrechten. Europaweit gingen deswegen tausende Demonstranten auf die Straße. Frank Dürr berichtet. An Masken und Spruchbändern mangelte es nicht, als mehr als 1000 Menschen in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, gegen ACTA protestierten. Das internationale Abkommen, das die USA, Japan und 22 EU-Staaten bisher ratifiziert haben, soll Produktpiraterie bekämpfen, auch im Internet. Die Demonstranten bemängeln, dass ACTA von Regierungen hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wurde und fürchten einen Überwachungsstaat wie in Orwells 1984. Ich bin Komponist und ich will nicht ins Gefängnis gehen, nur weil ich bei mir zu Hause per Internet meine eigene Musik anhöre. Auch in Bulgariens Hauptstadt Sofia gingen 6000 auf die Straße. Sie fürchten, dass ACTA die Internetprovider zwingen könnte, ihre Kunden zu überwachen und zu prüfen, ob diese illegale Inhalte ins Netz stellen oder herunterladen. Das ist ein Verstoß gegen Grundrechte, vor allem gegen die Unschuldsvermutung. Die EU-Kommission, die das Abkommen mit aushandelte, versichert dagegen, die bestehenden Gesetze würden durch ACTA nicht verschärft. Worum es wirklich geht: Wir wollen eine Koalition der Willigen, die sicherstellt, dass Urheberrechte in Drittländern wirklich geschützt werden und dass diese Länder mit ins Boot geholt werden. Auch in Deutschland und Frankreich gingen Zehntausende auf die Straße. Im Frühjahr soll das Europäische Parlament über ACTA abstimmen. Und weitere Informationen zu den Vor- und Nachteilen von ACTA finden Sie auch auf unserer Internetseite.